Servus und willkommen zu Forts im 1 gegen 1. Wir sind auf Schlaktiten und auf der anderen Seite. Also links ist der gute Woody. Der gute Woody hat uns über den Discord angefragt, ob wir mal Bock hätten, gegen ihn zu spielen. Und klar, warum denn nicht? Mal gucken, was auf uns zukommt. Mein Plan aktuell mit Overdrive ist erstmal hier das Economy Game zu spielen. Und für euch da draußen, wenn ihr mich unterstützen wollt, ist ganz einfach einmal den Like-Button betätigen, Kommentar da lassen und am besten Freunden, Familien, Verwandtschaft, allen das Video zuschicken. Die freuen sich dann. Und wenn ihr sagt, hör zu, ich würde gern dem guten Opa Gürteltier auch noch anders da supporten, dann einmal in die Beschreibung gucken. Unter Supports findet ihr dann auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Es ist kein Muss. Was ein Muss ist, dass ihr gut unterhalten seid. Und ich hoffe, das gelingt mir mit diesem Video hier. So, wir sind natürlich APM-technisch komplett hinten dran. Ist ja aber auch nichts Neues bei uns. So. Das steht, das machen wir zu Hintergrundholz. Die ist da, die kommt auch gleich. Und dann können wir das Economy-Spiel spielen. Das ist ein... Oh, das werden Rockets. I've got a rocket in my pocket. Das werden doch El Rockets. So, da muss ich gar nicht lange überlegen. Ja. Das schmeißen wir direkt weg. Da muss ich gar nicht groß drüber nachdenken. So. Da das ja bei ihm dann El Rockets sind, kann ich das dann auch ein bisschen entspannter spielen, in Anführungsstrichen. Weil ich weiß ja, was auf mich zukommt. So. Die Schaukel steht. Oh. War aber echt schnell gewesen. Aua. Okay. Immer mal ruhig da mit den jungen Pferden, meine Güte. Immer diese aggressiven Jugendlichen. Ja, einmal alles deaktiviert. Das ist sehr unangenehm. Das möchte man eigentlich vermeiden, aber jetzt hier, guck mal. Das läuft doch. Da kommt noch ein Gunner rein. Machen das dann entspannt. Aua. Komm hier mit der Tech um die Ecke. Ja, das passt doch. Das passt doch. Ja. Damit es für meinen Gegner ein bisschen ekliger wird, kommt hier ein Energieschild rein. Für die Frage, warum ein Energieschild? Ganz einfach. Das kann er nicht wegbüßen. Aua. Der arme Gunner. Ja. So. Die Aktive haben wir genutzt, um unsere Economy noch mal ein bisschen voran zu pushen. Lassen uns davon von dem Sperrfeuer da drüben gar nicht beeindrucken. Wir lassen uns davon gar nicht beeindrucken. Das machen wir aus. Okay. Eine Rocket kommt durch. Das ist jetzt nicht die Welt. Und wir können hier ganz entspannt weiterspielen. Wir werden jetzt hier auch noch eine EMP und eine eigene Flak ins Feld reinprügeln. Warum? Ganz einfach, weil bei ihm ist alles offen. Also die Windturbine und hier ist keine Anti-Air im Feld. Das nutzen wir einfach für uns aus. Und lassen ihn dafür ein bisschen leiden. Aha, okay. Dafür ist die Flak Gott sei Dank am Start. Hey, 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 hey. Unfreundlich. Aber ist ja alles nicht so schlimm.
So. Ah, komm mal her. Da können wir unten reinschießen. Und. Okay. Er hat jetzt quasi Mitte der Büs abgewehrt, okay? No. Einmal deaktiviert. Unfreundlich. Ist dann aber leider so. Hey. Da war Metall, mein Freund. Da war doch Metall. So. Machen wir es mal so. Okay, da draußen tut irgendeiner gerade seinen Rasen quälen. Oder jemand hat keine Ahnung, wie man Motorrad fährt. Eins von beiden. Ich hoffe, er ist als zweiteres. Weil das ist lustiger anzuschauen. Ja, guck mal. Hat er hier einen AP-Sniper jetzt ausgepackt. Das ist ja richtig unfreundlich. Auf so vielen Ebenen. Egal. Machen wir es mal so und dann so. Weil das Economy-Spiel, das können wir gerne spielen. Da bin ich gerade am längeren Hebel. Ja. Ne, guck mal, das sollte eigentlich so und das sollte eigentlich so. So. Passt doch. Dann hier noch so, dann kann es halt weggebüßt werden. Hier auch nochmal. Aktive ziehen. Kriegen wir ein paar Ressourcen noch. Und können dann jetzt hier ganz entspannt gleich auch die T2 spielen. Holen wir uns Laser ins Haus. Jeder mag Laser. Und deaktivieren wir drüben die Waffen. Weil es muss ja nett sein, dass er mir so auf den Sack geht, oder? Das ist doch echt nicht schön. Das ist doch echt nicht schön. So, da ist die Büs rausgegangen. Die nächste EMP flattert. Oh, er hat einen Premium Gunner. Mhm. Ich hätte auch gerne mal sowas. So. Dann müssen wir hier schon mal Vorbereitungen treffen. So. Ja. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen was verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir brennen auch, ja. Brennen ist in der Regel nicht gut. Brennen ist so etwas, was passiert, wenn Sachen kaputt gehen. Aua, Mensch. Aber da hat ihr mal richtig Bock, mich umzubringen. Ich dachte, das wird hier ein ganz, ganz entspanntes, freundschaftliches Spiel, um einfach die Ehefrau... So wie es unter Männern üblich ist, aber nö. Der feine Herr hier ist anscheinend anderer Meinung. Naja, nee. Da ist überall Metall. Da ist Buster sicher gebaut. Also so einfach werde ich hier nicht den Löffel abgeben, mein Freund. So. Ah, die. Ja. So. Einmal und zweimal aktive ziehen. So. Und dann haben wir hier gleich einen Plasma-Beam im Feld mit einem richtig beschissenen Winkel. Okay. Ah, die eigene EMP zerschossen. Bitter, bitter, bitter. Aktive läuft. Na, ich hätte vielleicht nicht auf Reparieren drücken müssen, sollen, können. Aber ist jetzt halt so. Da kann ich nichts dran ändern. So. Mal gucken. Ja, ein bisschen Ruhe kriege ich jetzt mal rein in den Lachs. Der eine Gunner da, der ist noch fleißig am Überleben.
Ja, das kommt weg. Die schießt nochmal. Na, Premium. So, aktive läuft. Wir können nochmal Anti-Ernstfeld prügeln. Ja, ist doch alles gar nicht mal so schlimm. Ja, der Gunner, der verabschiedet sich. Bisschen Anti-Air. Ja, ja, die Büß ist gut gedacht, aber die wird mir nicht wehtun. So. Okay, da ist der Gunner jetzt einsatzbereit und ready und hat Bock und alles. Und ganz ehrlich, der da oben, der Gunner, der kommt weg. Jetzt hier nochmal die aktive. Weil eigentlich geht es uns soweit gut. Da kommt ein Firebeam oben rein. Soweit geht es uns hier eigentlich gut. Also, es könnte aber weitaus schlimmer sein, sag ich mal. Da kam erst nicht viel durch. Die Flak hat gar keinen Bock. Meine EMP geht raus. Hässlicher Hit. So. Aha. Okay. Mal gucken, mal gucken. Machen wir das mal weg. Einmal die aktive ziehen. Was für ein Winkel eigentlich? Oh. Hey. Ich brauche das doch noch. So. Und du einmal Feuer frei. Genau. Einmal mich davon bitte befreien von dem Ballast. Vielen lieben Dankeschön. Ja, der nächste Firebeam in place. Und so langsam aber sicher kommen wir in eine gute Situation rein. Boah. Das war so jetzt nicht gedacht. Aber interessant. Ich muss gucken, dass ich hier ein paar Sandsäcke dann davor mache. Ein bisschen höher. Na, ja, das hat wehgetan. Ja, guck mal. Da kommen wir doch jetzt mal hin, oder? Dem Gegner einfach ein bisschen wehtun, Schmerzen zufügen. Ja, da oben die andere Flak. Die hat auch einen Winkel, wenn sie wollen würde. Aber manchmal hat die keinen Bock, glaube ich, das Gefühl. So. Und dann hier einmal und zweimal. GG! GG! Schön entspannt einfach runterspielen. Aber hat er stark gemacht mit den Rockets? Hat er stark gemacht? War auch ein schönes Setup. Ja, vielleicht Bus anfällig, aber war schön. Ich würde sagen, auf zur Runde 2. So, wir sind in Runde 2 gegen den guten Woody wie eben auch. Er hätte gern einen Rematch und das geben wir ihm doch. Eben hat unsere ganz entspannte Ich spiel auf Economy-Taktik eigentlich ganz gut hingehauen. Jetzt sind wir Booster und mal gucken, wie es jetzt läuft. Ja, wir sind aber auch auf einer anderen Map. Wir sind auf Vanilla gelandet. Das ist halt für die meisten wirklich so... Oh nee, oder? Du wirst doch... Oh, du wirst doch wohl nicht diesen machen. Thaddeus, nein! Oh, wie ekelig. So, dann gönnen wir uns auch mal einen Snipper gleich. Werden dann seinen rausnehmen und contesten, weil das ist auch was, was ich viel zu selten mache. Nämlich selbst auf Sniper spielen. Ja. Was ist mein Plan für die Runde? Ich werde hier noch eine Windturbine rein schwurbeln. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich hier eine Tiny Door reinkriege. Das ist doch eigentlich in Ordnung. Sollte eigentlich möglichst eng am Sniper anliegen. Ist jetzt hier nicht der Fall, aber... Mein Gott, dann ist es halt so. Das Gute an Buster ist, die Notes, also die Fundamente, kosten mich nichts.
und bei ihm vom Setup gehe ich, oh, war nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass bei ihm einfach ganz klassisch jetzt Dingsbums kommt. Bumsdings. In Tech. Ein Tech. Ja, da ist die T2. Da ist nichts nachgeplaced worden. Und wir werden jetzt hier genauso runterziehen. Machen das zu Holz, also zu Vordergrundholz. Kommt da die Mine hin. Und auf dieser Strebe kann gleich noch eine Rocket platziert werden. So, dann machen wir das mal so und so. Einmal. Zweimal. Und da oben dann dreimal. Und haben dann hier Rocket Shotgun. Und so werden wir jetzt auch spielen jetzt. Das heißt hier. Rocket. Und da oben kommt die Shotgun hin. Mal gucken, ob er weiß, was passiert. Ah, okay. Da geht das nicht. Schade. Dann muss ich mir da was einfallen lassen. Dann muss ich das halt oben drüber bauen. Die Shotgun. Ist dann jetzt halt so. Könnte weitaus schlimmer sein. Also wenn das wirklich alles ist, dann ist das halb so wild. Und wenn er eben schon auf Rockets spielt, das Spiel können zwei, mein Freund. Das Spiel können zwei. Ah, hat er zugemacht. Soll mir aber nicht gefährlich werden oder mir wehtun. So. Wir haben sogar eine Tiny Door gebaut. Machen wir Metall. Komm, wir sehen halt so geizig. So. Und hier. Feuer frei. Ah, das schallert so schön. Und wir gehen direkt weiter. Für die guten Mörser. Kriegt sein Upgrade. Jetzt kommt hier der wilde Woodspam. Aber dafür habe ich ja schon die Mörser in der Hinterhand. Da gehen die Windturbine raus. Es ist noch keine Waffe geplaced. Das ist schön. So mag ich das, wenn mein Gegner etwas unterdrückt ist. Unterdrückte Gegner sind die besten Gegner. Das kennt man von so wichtigen Persönlichkeiten wie Mao Zedong. Und was gibt es denn noch für tolle Diktatoren, die die Welt gesehen hat? Ja, ich könnte auch Hitler anführen, aber ob das von ihm kommt, weiß ich gar nicht. So. Ansonsten. Jetzt hier mit der aktiven, das schallert richtig schön rein. Das ist gut. Wir müssen noch eine Ebene noch einfriemeln. Machen wir so. Gehen hier aufs Upgrade. Ja. Ah. Gucke mal, schau. Da soll ein Gunner ins Feld kommen. Oh. Und die wollen nicht mal sterben. Dann kommt da die Böse jetzt hin. So. Muss ich ein bisschen tiefer jetzt schießen? So. Ja, die haben wir. Und. Oh, was? Nein! Dein Ernst! Was? Wo kam die Howie her? Leute. Problemchen. Fuck. Okay. Ich bin ehrlich. Mit der habe ich eben nicht gerechnet. Hat man vielleicht gemerkt. Ey, meine Windturbinen. Ich brauch die doch.
Ohne Windturbinen nichts Raketen. Ohne Raketen nichts an der Tod. Ah. Scheiße. Ne, dich verkaufe ich, dich verkaufe dich. So. Scheiße. Damit habe ich eben nett gerechnet. Hat man vielleicht gemerkt. Okay. Opa Gürteltier bekam gerade ganz unsanft eins auf die Fresse. Oh oh! Stimmt, die kann ich verkaufen. So, die kann weg. So. Nein, du musst mal warten, du musst warten! Ah, nein! Nein! Ah, scheiße! Ich dachte, ich krieg ihn mit den Raketen. Ne. Ah, hat er schön gespielt, hat er sehr, sehr schön gespielt. Ja! Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich würde sagen, ausgeglichen 1-1. Hat er auch gut gespielt. Ich würde gerne noch ein drittes machen. Mal gucken, ob er Zeit hat. Ich habe noch 10 Minuten. Könnt ihr hinhauen. Bis gleich. So, wir sind in der dritten und entscheidenden Runde. Es geht auf Hillfort. Diese Map wurde vom lieben Baumi, der gerade nochmal joint, ausgesucht. Ups. Da. Und mal gucken, wie wir uns hier verkaufen können. Wir haben Firebird am Start. Wer hätte es erwartet? Verkaufen hier mal, weil... Ich werde hier jetzt einfach eiskalt, weil wirklich eiskalt auf die Mörser spielen. Und zwar auf die guten Feuermörser. So. Drei stehen schon mal. Ich muss hier direkt Stability Tech reinziehen, dass mir das Fort nicht abschmiert. Verkaufen wir hier mal ein bisschen was an Stahl. Hat er schon Gunner gebaut? Noch keine Gunners am Start. Das heißt, er ist auf jeden Fall kein Spion. Da kommen sie jetzt, die Gunners. Vielleicht schon zu spät. Ah, okay. Da sind wir dran. So. Oh, zu kurz. Okay. So, dann komm her. Ah, schade. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Effekt gewünscht. Aber manchmal hat man so Tage, wo die Mörser einfach nicht das machen, was man von ihnen möchte. Gerade kam was durch. Ah, schade. Wir machen aber weiter. Wir haben gehört, dass wir Swarms brauchen. Wer hat das gesagt? Meine Mama. Und die hat immer recht. Die hat mir damals gesagt, Junge, wenn du irgendwo hingehst, vergiss nicht die Feuermörser einzupacken. So, dann machen wir mal weiter. Die Swarms sind im Aufbau. Wir haben hier komplett dummes Setup und Bild. Hier kommt auch noch weg, die Strebe. Dann können wir hier noch einen Mörser reinklatschen. Und eine Bus. Und wir haben ein riesen Problem. Die müssen hochgeschossen werden, dass die Gunner ausbrennen. Und hier bauen wir uns nochmal ein bisschen breiter, weil so ein schlanker Fuß, der steht uns nicht. Oh nein! Jetzt schießt er selbst mit Mörsern zurück.
Das finde ich ja gar nicht gut. So, die müssen möglichst hoch. So. Ah, okay, die waren ein bisschen zu weit. Ah, der ist halt leider drauf. Okay, aber der Damage ist halt überschaubar. Oh, nice. Ich komm hin. So. Nice. Ah, das Elend beginnt. Das Elend beginnt. Ach, es ist so schön. Es ist wie wenn man beim Grillen zuguckt und das Fleisch langsam richtig schön gar wird. So. Dann haben wir das auch. Moment. Da noch so. Und da oben müssen wir noch irgendwie einen Snipper unterbringen. Ja. Wir wollen auch das dann noch haben. Ah, kommt schon. Ah. Tausendmal verklickt. So, müssen wir hier noch ein bisschen breiter bauen. Wir wollen ja noch einen Snipper ins Feld führen. Erst die da, erst die hohen. So. Ah, guck mal, da bin ich doch dran. Da habe ich auch einen Snipper noch. Sehr schön. Natürlich, wenn jetzt halt irgendwas kommt, was sowas wie eine Cannon ist, habe ich halt ein Problem. Aber ich rechne einfach mal damit, dass jetzt nichts kommen wird. Weil mein Gegner ist ja lieb. So. Dann painten wir doch auch mal. Einfach mal maximal asozial und nervig. So das, was wir eigentlich am besten können und sind. Ha? Da. Alter, wie viele Gunner. Nur wegen so ein paar Mörsern. Ah, guck mal, den Sniper da oben, den... Den darfst du nicht haben. Das möchte ich nicht. Nein, den Sniper da. Den darfst du nicht haben. Das möchte ich nicht. So. Ey! Okay. Ja, okay. Seine Cannon hat keinen besseren Winkel als so. Schade. Ich habe gehofft, dass ich das mit dem Mörsern hinkrieg. Aber leider nein. Hm. Dann zurück ans Zeichenbrett. Okay, da ist die Mine im Weg. Da geht doch, warte mal. Da. So. Das ist dann jetzt ein bisschen doof. Das hätte ja ruhig funktionieren können. Okay, aber er gibt seine Gunnerfront nicht auf. Ist vielleicht besser so für ihn.
Aber für mich heißt das jetzt, okay, nochmal zurück ans Skizzenbrett. So. Das da oben kommt alles weg. Das da oben kommt alles weg. Das kommt hoch. So, und dann jetzt zurück ans Skizzenbrett. So, Kanone ist im Bau. Ja, war eine Windturbine. Wenn du die nicht magst, ist in Ordnung. Ich brauche die trotzdem. Ja. Du kommst weg. Und ja, mein Upgrade Center kommt gleich. Wir wissen, dass er Warzenschwein spielt. Ja, ja, mein Freund, da ist nichts mehr drin. Da kommt die Nuke raus gleich. Und da, okay. Das heißt, ich kann noch hier noch eine Cannon placen. Schade. Aber ich habe echt gedacht, dass ich das mit den Mörsern hinkriege. Weil das waren 9 Mörser, das war doch schon einiges, aber dein Ernst! GG, ich hasse es gerade! So nicht dein Ernst! Ah! Scheiße! Ja, die blöden Bastards, eigentlich ist es mein Spielstil. Ich wollte die Nuke noch behalten. Naja. Ah, wir müssen nochmal reinkommen. Aber mit den Mörsern, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. Das sah eigentlich gut aus, aber irgendwie wollte es nicht. Wir kommen nochmal in die Spur. Keine Sorge, kriegen wir hin. Und in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Wir gehen nochmal ein bisschen ins Trainingscamp. Und dann kriegen wir das hin. Und hier, ja, habt ihr schon Salz weggemacht. GG. Tschüss.